Tagesordnungspunkt 5. Antrag aller 5 im Landtag vertretenen Fraktionen, Drucksache 10074. NRW braucht eine Grundbildungsoffensive, breites Bündnis gegen Analphabetismus in Nordrhein-Westfalen, Teil 2. Ich öffne die Aussprache und erteile für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Hammelrath das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Themen, da ist der politische Streit in der Sache üblich und belebend, manchmal auch notwendig und unvermeidbar für unsere lebendige Demokratie. Und es gibt Themen, da ist große Einigkeit notwendig, ja geboten. Und die Alphabetisierung und die Grundbildung der Menschen in unserem Land ist eines dieser Themen. Wie gut, dass es diesem Parlament immer wieder gelingt, bei solchen Themen im Sinne der betroffenen Menschen zusammenzustehen. Im Antrag ist das treffend Verantwortungsgemeinschaft genannt worden, und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken. Warum hat dieses Thema und haben die betroffenen Menschen eine solche Verantwortungsgemeinschaft verdient? Zum einen ist es die schiere Größenordnung, denn wir sprechen nicht von einem Randgruppenphänomen, sondern von geschätzt 1,5 Millionen Menschen in diesem Land. Und zum anderen sind es die persönlichen Schicksale jedes Einzelnen. Häufig sind es Langzeitarbeitlose oder Menschen in einfachen Tätigkeiten oder ungesicherten Arbeitsverhältnissen, ganz besonders von Arbeitslosigkeit bedroht. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind sie von Fortbildungen und vom Aufstieg ausgeschlossen. Es sind Eltern, die aus Scham ihre Situation vor ihren Kindern zu verbergen versuchen. Und die, die eine sogenannte bürgerliche Existenz aufbauen konnten, bleiben immer in Sorge vor Entdeckung. Nun ist dieses Thema nicht neu. Die Überschrift macht es schon deutlich, es hat schon einen ersten Antrag dazu im vergangenen Jahr gegeben. Und es wurde schon Beachtliches geschafft in dieser Zeit. Es sind deutlich weniger junge Menschen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und wir können für die Zukunft Hoffnung schöpfen, denn durch die Erweiterung der Lehrerausbildung in diesem Bereich wird das Thema in der Schule noch eine größere Beachtung finden. Und eine weitere Forderung konnte in der Zwischenzeit umgesetzt werden. Es gibt ein landesweites Netzwerk, das Alphanetz NRW, organisiert über die Volkshochschulen, in dem die unterschiedlichsten Einrichtungen zusammenarbeiten. Die überaus schnelle Entwicklung in die Fläche hat sicherlich mit dem großen persönlichen Einsatz der Ministerin als Schirmherrin dieses Netzwerks zu tun. Herzlichen Dank dafür, Frau Löhrmann, an dieser Stelle. Und nicht zu gering einzuschätzen, es wurde zusätzliches Geld für Alphabetisierung zur Verfügung gestellt, immerhin 500.000 Euro. Wenn doch diese Maßnahmen in Gang gesetzt und zum Teil schon abgearbeitet sind, warum erneut ein solcher Antrag? Warum treibt uns das Thema weiterhin um? Zunächst ganz banal, weil es sich noch nicht erledigt hat und in dieser Zeit der Zuwanderung immer neue Aufgabenstellungen entstehen. Wenn auch die Zahl der erreichten Teilnehmenden an den entsprechenden Kursen erhöht werden konnte, so bleibt es doch bei dem sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen dringend mehr Menschen erreichen, und dazu brauchen wir Scharnierpersonen und Scharnierorganisationen. Das geht von Kirchengemeinden über Sportvereine bis hin zu Unternehmen. Es müssen alle gesellschaftlich Verantwortlichen in die Pflicht genommen werden, und es muss die Gruppe der Netzwerkpartner aktiv und nachhaltig erweitert werden. Und wir wollen mehr aus dem eingesetzten Geld machen. Dazu dienen die Forderungen nach Einsatz dieser Mittel als Kofinanzierung für weiteres Projektgeld und die Unterstützung bei der Antragstellung, gerade für kleinere Einrichtungen, eine notwendige Hilfestellung. Aber wichtig ist auch die thematische Erweiterung deutlich über die Alphabetisierung hinaus, auf das gesamte Feld der Grundbildung. Gerade in unserer wissens- und kommunikationsgesteuerten Gesellschaft brauchen Menschen neben der sicheren Beherrschung der Schriftsprache zum Beispiel IT-Kenntnisse. Sie brauchen Sicherheit im Umgang mit Geld, und sie müssen lernen, gut mit ihrer Gesundheit umzugehen. Aber wir brauchen diese Menschen auch für unsere Demokratie. Wenn wir die Beteiligung an Wahlen analysieren, dann sehen wir, dass sich die Isolation dieser Menschen und der Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben auch auf ihre demokratischen Rechte bezieht.
Gesellschaftlicher Spaltung kann nur durch Bildung entgegengewirkt werden. Und dieser Antrag versucht, einen Beitrag dazu zu leisten. Vielen Dank, Frau Hammelrath. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Frau Korte. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nordrhein-Westfalen braucht eine Grundbildungsoffensive, mehr denn je. Wir wollen ein breites Bündnis gegen Analphabetismus in Nordrhein-Westfalen schaffen bzw. ausbauen um eine Grundbildung. Wie man der Überschrift des fraktionsübergreifenden Antrages entnehmen kann, zum wiederholten Male. Aktivitäten in der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener sind von besonderer bildungspolitischer und sozialpolitischer Bedeutung. Im vorliegenden Antrag gehen wir von schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen aus, die als funktionale Analphabeten gelten, die daran scheitern, ganze Sätze zu verstehen und Texte zu verfassen. Es gibt den aktuellen Erhebungen zufolge eine nicht unerhebliche Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, die die wesentlichen Fähigkeiten an Lebenstüchtigkeit nicht ausreichend beherrschen. Es ist eine Gruppe von Menschen, denen die Gesellschaft grundlegende Kenntnisse und Wertebilder vermitteln muss. In der Schule und in der Familie sind sie offenbar durch ein Raster gefallen, sodass wir sie jetzt auffangen müssen. Ich sehe dieses als unsere Pflicht an, meine Damen und Herren. Lesen und schreiben zu können, sind der Schlüssel zur Teilhabe am alltäglichen Leben in unserer Gesellschaft. Wer über eine nicht ausreichende Grundbildung verfügt, ist kaum in der Lage, ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Einfache mathematische Kenntnisse erleichtern zum Beispiel den Umgang mit Geld. Fehlen diese, ist ganz oft am Ende des Geldes noch viel Monat übrig. Häufige Folge ist Überschuldung. Die kommunalen Schuldnerberatungen können ein Lied davon singen. Im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses und einer lebenswildorientierten Erwachsenenbildung muss sich hier ein Lernfeld eröffnen. Wer Hilfe sucht, muss auch möglichst barrierefreie Angebote finden. Löblich, dass manche Internetseiten zu unserem heutigen Thema eine Vorlesefunktion anbieten. Überhaupt kann man sich eigentlich freuen, wenn man die Begriffe Grundbildung und Alphabetisierung in die Online-Suchmaschine eingibt. Angezeigt werden zahlreiche Angebote, beispielsweise von örtlichen Volkshochschulen, die sich unserem Themenbereich mit Kursen und Schulungen zugewandt haben. Offenbar werden auch diese ordentlich angenommen. Somit war unsere Initiative aus dem Januar 2014 erfolgreich. Heute gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter und machen deutlich, dass in der Schule schon darauf hingewirkt werden muss, dass alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger über ein hinreichendes Grundbildungsniveau verfügen müssen. Eigentlich selbstverständlich. Sinnvollerweise, Frau Hammelrath, Sie haben darauf hingewiesen, sieht das Lehrerausbildungsgesetz nach der Novellierung vor, dass Lehramtsstudierende Grundkompetenzen der Förderung von Alphabetisierung und Grundbildung erwerben. Weiterhin müssen Initiativen in Weiterbildungseinrichtungen gegründet, gestärkt und vor allem kommuniziert werden. Alle Möglichkeiten der Nachqualifizierung müssen ausgeschöpft werden. Diesen Punkt haben wir als CDU-Landtagsfraktion schon Anfang 2014 in ähnlicher Debatte gefordert. Und unsere Forderung hat sich nun auch in diesem Antrag wiedergefunden. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich begrüßen. Ein weiterer Aspekt, der Anfang 2014 noch nicht in diesem Maße zur Debatte stand, sind die nach Nordrhein-Westfalen kommenden Flüchtlinge. Auch unter ihnen sind vermutlich zahlreiche Menschen, die die Alphabetisierung und Grundbildung benötigen. Es tun sich also neue, weitere Felder auf. Nordrhein-Westfalen braucht eine Grundbildungsoffensive und ein breites Bündnis gegen Analphabetismus.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Korte. Für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Zentis. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine beiden Vorrednerinnen haben schon vieles gesagt, dem kann ich so vorbehaltlos zustimmen. Und es zeigt eigentlich auch das Bild, was wir fraktionsübergreifend in der Weiterbildung haben. Wir sind uns grundlegend einig. Und somit geht erstmal mein Dank an die Fraktionen, dass wir hierfür, für Alphabetismus und verstärkt die Grundbildung, einen gemeinsamen Antrag initiieren konnten. Es ist schon ausgeführt worden, 1,5 Millionen Menschen in NRW können nicht richtig schreiben, lesen, rechnen. Und sie leben unter uns und mit uns, und wir erkennen sie doch nicht. Wir sind mit Sicherheit diesen Menschen schon begegnet. Es ist schon erwähnt worden, 2014 gab es einen großen Antrag hier, breites Bündnis gegen Analphabetismus. Ministerin Löhrmann hat die Schirmherrschaft übernommen und der Landesverband der Volkshochschulen hat es initiiert, das Alphanetz einzurichten. Alphabetismus und Grundbildung, wir müssen es zusammen denken und zusammen angehen. Lesen, Schreiben, Rechnen langt allein nicht mehr, um teilhaben zu können, um ein wirtschaftlich eigenständiges Leben zu führen. Bildung ist der Weg zum Erfolg. Wie wir während der Ausschussreise in Kanada gehört haben, jeder und jede Verantwortliche in den Bildungseinrichtungen, die uns vorgestellt wurden, sagte, jedes Kind kann erfolgreich sein. Und beim Kind fängt die Bildung an. Und daraus ergibt sich auch unsere Forderung an das Schulsystem, dass Lehrer und Lehrerinnen besser in die Lage versetzt werden müssen, funktionalen Analphabetismus zu erkennen und zu verhindern. Wir haben auch hervorragende Bedingungen geschaffen mit den regionalen Netzwerken, mit den kommunalen Integrationszentren, das Ziel fehlender Grundbildung und Analphabetismus wirksam zu minimieren. Die Weiterbildung ist hier ein gleichrangiger Akteur zwischen allen. An vielen Orten gelingt das schon, leider nicht an allen, und da müssen wir auch noch mal hinschauen. Wir brauchen die Familien, die Gesellschaft, die Vereine, die Sportvereine, soziale Einrichtungen, aber insbesondere auch die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die den unmittelbaren Zugang zu Auszubildenden und Beschäftigten haben. Sie müssen wir aufmerksam machen, diese müssen wir sensibilisieren, um auf dieses Problem lösbare Hinweise zu geben. Wie leistungsfähig und flexibel Weiterbildung ist, hat sie in diesem Jahr bewiesen. Wir haben mit dem Nachtragshaushalt 2015 500.000 Euro mehr in die Weiterbildung gesteckt. Und das war erstmalig eine Erhöhung für die Weiterbildung nach Wegnahme oder Streichung der Kürzungen in 2010. Und wir machen es dieses Jahr erneut, indem wir wieder 500.000 Euro einrichten, zusätzlich für Alphabetisierung und Grundbildung und 500.000 Euro zusätzlich für Sprachkurse für Flüchtlinge. Die Weiterbildung hat ganz kurz reagiert, Kurse angeboten, und ich habe mir diese Kurse und die Träger angesehen und sie waren alle sehr zufrieden. Die Flüchtlinge, weil sie keine hohen Hürden mehr hatten zum deutschen Spracherwerb. Sie konnten die Kurse benutzen, und die Träger, weil die Beantragung so problemlos ging und vor allen Dingen die Abrechnung nicht sehr aufwendig war. Diesem Beispiel sollten wir vielleicht mal folgen. Ja, wir haben, das möchte ich auch noch mal betonen, in der Weiterbildung viele große und kleine Träger, und auch diese kleinen Träger, die müssen wir unterstützen, damit sie gleichrangig teilhaben können. Es ist sehr schwierig für die Weiterbildung Drittmittel zu akquirieren, und deshalb brauchen wir auch hier Unterstützungsagenturen.
Die vielen Fördertöpfe, die da zusammenkommen, sie müssen besser koordiniert werden. Und deshalb auch nochmal eine ganz zielgerichtete Bitte an den Bund, dass man hier mehr Kooperation braucht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Zentis. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Frau Schmitz. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir freuen uns, dass bei diesem wichtigen Thema ein fraktionsübergreifender Antrag vorliegt. Ich möchte anhand einiger Punkte darstellen, warum dieses Thema aus FDP-Sicht so wichtig ist. Man kann in der Bildungspolitik intensiv streiten. Gerade aber beim Kampf gegen funktionalen Analphabetismus und für die unerlässliche Grundbildung ist es wichtig, dass sich möglichst viele gesellschaftliche Akteure engagieren und an einem Strang ziehen. Nicht zuletzt, weil es darum geht, die Gesellschaft zu sensibilisieren. Es geht darum, auf Problemlagen aufmerksam zu machen, die aus Scham oft kaschiert und für die Vermeidungstaktiken entwickelt werden. Es geht um gesamtgesellschaftliches Engagement, um Menschen mit Defiziten die Scheu zu nehmen, Chancen zu ergreifen. Eine zentrale Grundlage stellt die Gewährleistung einer soliden Grundbildung in der Schule dar. Grundbildung besteht nicht nur aus Lesen, Schreiben und Rechnen. Dies sind jedoch entscheidende Grundkompetenzen, die für den Erwerb anderer Fertigkeiten unverzichtbar sind. Zu einer soliden Grundbildung zählen aber ebenso weitere im Antrag aufgezählte Felder. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel die unterschiedliche Position bezüglich der rot-grünen Verbraucherbildung einerseits sowie andererseits des FDP-Ziels eines ordentlichen Faches Wirtschaft, in das Verbraucheraspekte eingebunden sind, dadurch behoben wäre. Für diesen Dissens bestehen klare fachliche Gründe. Unabhängig von dieser Frage sind wir uns aber einig, dass keine Schülerin und kein Schüler ohne eine solide Grundbildung die Schule verlassen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen der nationalen Strategie zur Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener wurden durch den Arbeitskreis Weiterbildung der KMK Dimensionen kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe als Grundbildung genannt und weiterhin als sinnvoll empfohlen. Rechenfähigkeit, Grundfähigkeiten im IT-Bereich, Gesundheitsbildung, finanzielle Grundbildung, soziale Grundkompetenzen und Schriftsprachlichkeit. Hierbei handelt es sich letztlich um essentielle Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben. Nicht umsonst werden hier die Grundbildungsnotwendigkeiten für Erwachsene genannt. Nach wie vor gelingt es nicht, möglichst alle Schülerinnen und Schüler mit diesen Kenntnissen aus den Schulen zu entlassen. So haben wir geschätzt rund 1,5 Millionen funktionale Analphabeten alleine in NRW. Und viele dieser Menschen arbeiten. In einer vor einigen Jahren durchgeführten Befragung von Unternehmen durch das Institut für Wirtschaft zu Köln zu Defiziten in der Grundbildung wurden diese Kompetenzen zu nahezu 100% als unverzichtbar bewertet. Gleichzeitig wurden zum Beispiel von 53% bei IT-Kenntnissen bis hin zu über 90% bei der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit oder der Rechtschreibung teilweise oder häufige Defizite gesehen. Ähnlich wie beim funktionalen Analphabetismus kombiniert sich hier eine Verhinderung individueller Aufstiegschancen mit Folgeproblemen der Wirtschaft. Das zeigt, der Abbau von Defiziten in der Grundbildung ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und die hohe Zahl an Flüchtlingen verstärkt diese Herausforderungen absehbar. Auch hier müssen möglichst früh Nachqualifizierungsmaßnahmen ergriffen werden. Für alle diese Erwachsenen kommt dem Engagement der Weiterbildungsträger eine zentrale Rolle zu. Unsere Weiterbildungslandschaft muss nicht nur die große Herausforderung stemmen, Defizite der Betroffenen abzubauen. Die besondere Herausforderung ist es, Zugänge zu betroffenen Menschen zu finden. Daher ist die Einbindung unterschiedlichster gesellschaftlicher Akteure so wichtig.
Vernetzungsstrukturen wie AlphaNetz kommt nicht nur als Multiplikator eine besondere Rolle zu. Über Netzwerke können Best-Practice-Beispiele und neue Formate transportiert werden. Vernetzung kann den Zugang zu Gatekeepern erleichtern. Gleichzeitig geht es aber auch um die Herstellung von Öffentlichkeit. Zum Beispiel, um bei Unternehmen für eine sogenannte arbeitsplatzbezogene Grundbildung zu werben. Für diese Herstellung von Öffentlichkeit ist es wichtig, dass sich alle Fraktionen gemeinsam engagieren. Daher begrüßen und unterstützen wir diesen Antrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Frau Schmitz. Und für die Piratenfraktion spricht nun Frau Pieper. Vielen Dank, Herr Präsident. Auch ich freue mich ausdrücklich, dass wir beim Thema Weiterbildung hier konsensual arbeiten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam Zeichen hier aus dem Landtag senden, wie wichtig uns das Thema Alphabetisierung und Grundbildung ist. Dafür herzlichen Dank. Es wurde ganz viel jetzt gesagt, und ich muss das an dieser Stelle nicht alles wiederholen. Insofern will ich mich jetzt noch mal auf zwei Themenbereiche fokussieren. Wir reden hier über Alphabetisierung und meinen damit ganz konkret eine Grundkompetenz im Lesen und im Schreiben. Der Antrag fordert aber neben Lese- und Schreibkompetenz tatsächlich ja auch Grundbildung. Und zur Grundbildung gehört einiges mehr als Lesen und Schreiben. Da kommt klar Rechenfähigkeit dazu, aber auch andere Kompetenzen. Frau Schmitz hat es gerade angesprochen. Die erste Forderung in unserem gemeinsamen Antrag gilt einem hinreichenden Grundbildungsniveau. Unter Grundbildung wird all das grundlegende Wissen und die Basiskompetenzen verstanden, die für jeden Einzelnen die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe sehen. Und Frau Schmitz, da unterscheiden wir uns dann ein bisschen. Bei uns ist diese gesellschaftliche Teilhabe im Zentrum und nicht die Wirtschaftlichkeit, wo ich gucken muss, wie kann ich da weiter Leute für die Wirtschaft gewinnen. Und diese gesellschaftliche Teilhabe, meine Damen und Herren, wird sich in Zukunft da zeigen, wer mit digitalen Medien umgehen kann und wer nicht. Das wird in Zukunft die Trennlinie in unserer Gesellschaft sein. Das heißt aber nicht, dass Lese- und Schreibkompetenz da nicht mehr wichtig wären. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich nur ansatzweise auch mit digitalen Medien arbeiten will, dann brauche ich genau diese Kompetenz, um überhaupt gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, um mich kulturell, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich zu beteiligen. Das soll noch mal verdeutlichen, wie wichtig die Alphabetisierung hier in NRW ist. Lobend erwähnen möchte ich dabei, dass die Weiterbildung dieses Thema ja durchaus auch im Fokus hat. Hier möchte ich als Beispiel auf ichwilllernen.de hinweisen, ein kostenloses Lernportal des Deutschen Hochschulverbandes. Hier kann man online Schreiben und Rechnen üben oder seine Grundbildung verbessern. Es wurde bereits von über 500.000 Menschen benutzt. Besonders gefällt mir auch ichwilldeutschlernen.de, ebenfalls ein Angebot des Deutschen Volkshochschulverbandes. Dieses Instrument zur Unterstützung der sprachlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Integration von Zugewanderten steht ebenfalls kostenfrei zur Verfügung und wird genutzt. Das zeigt auch, dass das der Weg in der Zukunft ist, dass wir nicht mehr in die Volkshochschule gehen, sondern dass jeder zu Hause nach seinem eigenen Lerntempo lernen wird. Also da müssen wir unbedingt dranbleiben und gucken, wie wir da weitere Formate aufsetzen. Der zweite Aspekt, den ich aufgreifen will: Wir haben in dem Gespräch mit den Weiterbildungsträgern auch darüber gesprochen, wie schaffen wir das Thema Alphabetisierung, Grundbildung noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Wir haben die Aufgabe, das Problembewusstsein für diese Thematik zu schärfen. Besonders müssen wir dabei die Betriebe in NRW noch mehr in den Blick nehmen. Ein Vorschlag war die Durchführung einer großen Veranstaltung zum Thema Alphabetisierung und Grundbildung. Ich fände es sinnvoll, einen Grundbildungstag in NRW zu etablieren, frage mich aber auch, ob wir nicht nachhaltiger Impulse setzen können, wenn wir eine zentrale Veranstaltung im Landtag machen, zum Beispiel im Rahmen des Weltalpha-Tags. Wenn wir Betriebe mit ins Boot holen wollen, und das halte ich für sehr sinnvoll, sollten wir eine zentrale Veranstaltung zur Grundbildung und Alphabetisierung durchführen, die von allen Fraktionen getragen wird,
bei Beteiligung der Landesregierung und der Weiterbildungslandschaft. Das löst zwar nicht alle Probleme, wäre aber sicherlich ein starkes Zeichen der Politik, wie wichtig uns allen dieses Thema ist und dass wir uns gemeinsam weiter für dieses Anliegen stark machen. Noch eine Bemerkung zu Frau Zentis. Zu Frau Zentis. Sie hört mich nicht. Liebe Frau Zentis, Sie haben gerade darüber gesprochen, dass es 500.000 Euro im Haushalt gibt für die Integrationskurse, 500.000 für die Alphabetisierung. Das ist wirklich gut gemeint, aber ich glaube, über die Beträge an dieser Stelle werden wir im Zusammenhang von Flüchtlingspolitik sicherlich noch mal reden müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Und für die Landesregierung hat nun das Wort Frau Ministerin Löhrmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, es ist ein starkes bildungspolitisches Signal, dass der Landtag zum zweiten Mal mit einem fraktionsübergreifenden Antrag das Thema Alphabetisierung Grundbildung in den Blick nimmt. Das ist immer gut, wenn man zusammenarbeitet. Das ist in der Schulpolitik ja durchaus auch gegeben, wenn wir uns an den Schulkonsens erinnern. Bereits vor einem Jahr konnte fraktionsübergreifend ein breites Bündnis gegen Analphabetismus in Nordrhein-Westfalen geschlossen werden. Die hohe Zahl der Betroffenen und die sich daraus ergebenden gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen erfordern ein gemeinschaftliches Handeln. Das landesweite Alphanetz NRW wurde vor gut einem Jahr gegründet. Dieses Netz ist offen für alle. Es bindet viele verschiedene Partner ein. Und die Frage, Frau Pieper, ob das besser ist, wir machen was zentral, oder ob es besser ist, wir machen was regional, da bin ich eher der Meinung, dass die vielen regionalen Bündnisse viel mehr Menschen erreichen, viel mehr Initiativen erreichen und insofern auch oft pressemäßig vor Ort viel größere Wirkung entfalten, als wenn wir das hier sozusagen zentral tun. Aber in der Zielsetzung sind wir einig und vielleicht müssen wir einfach beides tun. Dass die Zeit reif war für diese große Fragestellung, für diese große Herausforderung, das zeigt, glaube ich, dass nicht 5 Netzwerke entstanden sind regional, sondern dass wir ganz, ganz viele haben. Erst letzte Woche in Warendorf ist ein weiteres dazugekommen. Und wir können das nicht verordnen, dass Erwachsene die Angebote annehmen. Wir müssen da wirklich sehr, sehr intensiv vor Ort für werben. Und es kommen auch immer wieder noch neue Netzwerke dazu. Ich möchte ausdrücklich feststellen, meine Damen und Herren, es wäre zu kurz gedacht, wenn wir glauben würden, unsere Bemühungen in diesem Feld seien abgeschlossen. Das ist wirklich eine Daueraufgabe. Wir müssen Schritt für Schritt vorangehen und langfristig denken. Das gilt für alle Beteiligten, ob im Bund, im Land oder in der Kommune. Das gilt aber auch für alle betroffenen Politikfelder. Ob es sich um die Weiterbildung selbst handelt, die Schule, die Familie oder Wirtschaft und Arbeit. In diesem Sinne verstehe ich auch den fraktionsübergreifenden Antrag aller Landtagsfraktionen. Nur über Bündelung aller gesellschaftlichen Kräfte können wir eine Grundbildungsoffensive im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten erfolgreich auf den Weg bringen. Für den Bereich der gemeinwohlorientierten Weiterbildung haben wir für das nächste Jahr zusätzlich 500.000 Euro für zusätzliche Maßnahmen der Projektförderung in der Alphabetisierung und Grundbildung vorgesehen. Damit wollen wir beispielsweise Kooperationen, in denen die Partner sensibilisiert sind und die nun die Potenziale einer Zusammenarbeit mit den Weiterbildungseinrichtungen erkennen, weiterentwickeln und stärken. Wir wollen aber auch daran anknüpfen, neue Zugänge zu den Betroffenen, beispielsweise über die Sozialpartner, zu bekommen. Mit diesen Maßnahmen greifen wir die Empfehlungen des Landesbeirats für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung auf und begleiten sie. Und das ist, Frau Pieper, Sie haben die Summen angesprochen. Ja, die klingen erstmal sehr gering. Sie sind auch gering. Aber verglichen damit, dass wir zunächst mal als Regierung und als Koalition gesagt haben, wir nehmen eine Kürzung zurück. Das war das Ziel für die Legislaturperiode. Und in diesem Fall sind wir eben über die schon erfüllten Zielsetzungen im Koalitionsvertrag hinausgegangen. Und das ist insofern schon ein Plus, was die Weiterbildungslandschaft uns auch hoch anrechnet. Und wir haben das im Blick und werden dabei ja gegebenenfalls auch noch mal nachsteuern, weil wir hier gut dran tun, mit kleinen Beiträgen sehr, sehr Großes ausrichten zu können. Und das muss man aus meiner Sicht auch bedenken.
Dabei soll es nicht bleiben, richtig? Ich bin deshalb sehr froh, dass sich der Bund und die Länder entschieden haben, die nationale Strategie in eine nationale Dekade zu überführen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend noch einen anderen Aspekt ansprechen, nämlich den Bedarf der Alphabetisierung und Grundbildung in der Gruppe der Flüchtlinge. Der Landtag spricht sich dafür aus, diesen Bedarf zu ermitteln. Hier müssen wir unter datenschutzrechtlichen und unter Diskriminierungsgesichtspunkten sehr, sehr behutsam sein. Wie Sie wissen, sind wir ja gerade dabei, zusammen mit der Weiterbildungslandschaft ein Berichtswesen zu entwickeln. Mein Haus wird diese Frage mit den Beteiligten erörtern. Ich möchte den fraktionsübergreifenden Antrag gern zum Anlass nehmen, die Bundesministerin für Bildung und Forschung zu bitten, ob diese Frage bei einer Neuauflage der Leo-Level-1-Studie berücksichtigt werden kann. Auch das wäre ja eine gute Kooperation zwischen Bund und Ländern. Frau Hammerath hat schon darauf hingewiesen, dass wir auch im Bereich der Lehrerbildung die Fragestellung mit aufnehmen, weil ganz klar ist, wir müssen in allen Feldern, in denen wir Verantwortung haben, die Frage der Grundbildung stärker in den Blick nehmen. Ich glaube, der Antrag heute und das gemeinschaftliche Vorgehen zeigt, dass wir das tun wollen und tun werden. Das ist gut für die Betroffenen selbst, das ist aber auch gut für Nordrhein-Westfalen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Lührmann. Die Antragstellenden 5 im Landtag vertretenen Fraktionen haben direkte Abstimmung beantragt. Stimmen wir also ab über den Inhalt des Antrags Drucksache 10.074. Wer stimmt diesem Antrag zu? SPD, CDU, Grüne, FDP und Piraten sowie der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Gibt es Gegenstimmen? Schwer zu erwarten. Gibt es Enthaltungen? Auch nicht der Fall. Damit ist einstimmig dieser Antrag von allen Fraktionen hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen angenommen. Dankeschön, und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6.